Ethik ist für mich das Studium des guten Lebens, was es ist, wie wir es erreichen können und wie sich Technologien, Robotik und künstliche Intelligenz auf unsere Fähigkeit auswirken, ein gutes Leben zu erreichen und zu leben. Es geht um Privatsphäre, Nachhaltigkeit, Würde. Das sind die Werte, die ein gutes Leben ausmachen. Mein Name ist Amy Van Weinsberg. In meiner Forschung geht es darum, wie wir Ethik in den Designprozess verschiedener Technologien einbeziehen können, insbesondere in den Bereichen KI und Robotik. Welche Werte in einer von Technologie geprägten Welt an Bedeutung gewinnen und welche gesellschaftlichen Herausforderungen damit einhergehen, untersucht Amy Van Weinsberg. Wie kann Innovation vorangebracht und gleichzeitig gesellschaftlichen Werten Rechnung getragen werden? Wo liegen die Chancen und Risiken intelligenter Systeme? Wir sollten verstehen, dass der Einsatz von KI in der Gesellschaft ein soziales Experiment ist. Wir kennen weder die kurzfristigen noch die langfristigen Folgen, die sich aus der Nutzung von KI in verschiedenen Anwendungen ergeben. Deshalb sollten wir dies auch wie ein Experiment behandeln. Ethik muss bei der Durchdringung der Gesellschaft durch KI und Robotik eine größere Rolle spielen. Denn auch KI- und Robotikanwendungen haben ihre Schattenseiten, die es zu kontrollieren gilt. Wir sprechen davon, dass KI den öffentlichen und privaten Sektor verändern wird. Zur gleichen Zeit, in der wir KI für all diese verschiedenen Anwendungen entwickeln, befinden wir uns mitten in einer Klimakrise. Und wir sprechen darüber, wie wir unsere CO2-Emissionen, wie wir unseren Elektroschrott reduzieren können. Beides muss also zusammenkommen. Die Umweltverträglichkeit von KI-Modellen zu hinterfragen und echte Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, ist das ehrgeizige Ziel von Amy Van Weinsberg. Ich denke, Verbraucher zu ermutigen, ethische Produkte zu kaufen, ist ein Schlüsselfaktor, um das Geschehen im Bereich der KI zu verändern. Ich glaube, was wir oder die Konsumenten benötigen, sind Wahlmöglichkeiten. In diesem Sinne denke ich, dass die Verbraucher auch verstehen müssen, wie viel KI sie bereits nutzen. Wie hoch der jeweilige CO2-Verbrauch bei der Nutzung von unterschiedlichen Endgeräten ist, bleibt häufig unklar. Auch weil eine genaue Berechnung aller beteiligten Faktoren nahezu unmöglich ist. So verursacht eine Google-Suche laut Angaben des Konzerns 0,2 Gramm CO2-Emissionen. Weltweit gesehen summieren sich die Emissionen allein dieses Dienstes jedoch erheblich. Mittlerweile produzieren das gesamte Internet und daran angeschlossene Geräte jährlich in etwa genauso viele CO2-Emissionen wie der globale Flugverkehr. Wir müssen unsere Denkweise dahingehend ändern, dass wir uns die KI ansehen und überprüfen, wie nachhaltig sie ist. Denn es ergibt keinen Sinn, eine nicht nachhaltige Technologie einzusetzen, um Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen. Um mehr Nachhaltigkeitsbewusstsein zu erreichen, vermittelt Amy Van Weinsberg zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Das Ziel: Kontrollmechanismen für eine nachhaltige und faire KI. Konkrete Vorschläge liefert sie mit Konzepten wie beispielsweise einem Gütesiegel für KI und Robotik mit dem Ziel, Transparenz zwischen Unternehmen und Konsumenten zu schaffen. Wir brauchen mehr Vielfalt in Designteams. Ich meine insbesondere, dass wir anfangen müssen, EthikerInnen in den Designprozess zu integrieren. Und die Aufgabe wäre es, herauszuarbeiten, zu verstehen und zu verdeutlichen, welche Werte wir beim Design eines Roboters erreichen wollen. Und diese schwierigen Fragen während des gesamten Entwicklungsprozesses kontinuierlich zu stellen. Fehlende ethische Richtlinien bei der Entwicklung von Robotern und KI-Technologien bergen die Gefahr, systematische Ungerechtigkeit zu zementieren. Was passiert, wenn durch Algorithmen und historische Daten Vorurteile reproduziert und kulturelle Stereotype verstärkt werden? Wann entstehen Machtasymmetrien, die zukünftigen Generationen Chancengleichheit verwehren? Es ist eine humanzentrierte KI, die Amy Van Weinsberg fordert. Eine verantwortungsvolle Entwicklung, die auf globaler Ebene notwendig ist. Ich denke darüber nach, was mit den zukünftigen Generationen geschieht. Und ich möchte die Welt für sie zu einem besseren Ort machen. Und so hoffe ich, dass sie das erkennen und dieses Vermächtnis weiterführen werden, dass sie die gleiche Art von Wertschätzung für den Planeten haben, auf dem wir leben, und das für ihre Kinder und für die zukünftigen Generationen beibehalten.